Noch 20 Sekunden bis zum Start. Fünfte Rennen, der Preis von Biorel mit 10 Pferden in diesem Amateurfahren. Look Bubble Girl, die 1, Linda Siastek. Indie Bit, die 2 mit Andrea Kämmerer. Lord Greenwood, Sina Barufolo, Start Nummer 3. Sven von Eiterbo, Joachim Hai mit der 4. Kaitani, Julia Holzschuh, die 5. Eda de Brise, Via Raspe mit der 6. Panam Wood, Maurice Muska, die 7. Mando, jetzt ausgangs der ersten Kurve. Auch Look Bubble Girl wurde nach einem Fehler disqualifiziert. 1:13 nach die erste Zwischenzeit. Die Führung bei Lord Greenwood, dahinter Pandem Woods an der Innenseite. Außen beginnt jetzt Perfect Dream aufzurücken. Im Fahrwasser von Perfect Dream versucht dann auch Eda de Brie ihren Platz zu verbessern. An der Innenkante hinter Pandem Woods auch Kaitani mit direktem Anschluss. Kleine Lücke dann von 2-3 Längen zu De Angelo von Children und zu Monami H. Und dann noch etwas deutlicher der Rückstand zu Indie Bit. Im Häslerbogen das Feld, Perfect Dream inzwischen an der Spitze des Feldes, führt vor Lord Greenwood und vor Eda de Brie, die außen weiter näher herangeht, vierte Position. Der Abschnitt, Monami H. wird da ganz nach außen genommen, versucht in dritter Spur aufzurücken, aber Perfect Dream weiterhin vorn. Perfect Dream, Eda de Brie an der Außenseite, Lord Greenwood innen, dann De Angelo vor Children, ganz außen Monami H. und Pennerwood innen. Vorne aber marschiert Perfect Dream, Perfect Dream an der Spitze dahinter. Lord Greenwood innen, Eda de Brie an der Außenseite, kommt nicht entscheidend weiter. Vorne, Perfect Dream, jetzt aus dem Rücken der Angriff von Lord Greenwood, der könnte noch gefährlich werden. Perfect Dream, Lord Greenwood, Perfect Dream, Kinder vor Lord Greenwood, dahinter dann auf Rang 3, De Angelo von Children wird Vierter vor Monami H. Für die letzten, Perfect Dream, der vierjährige Leontissimo-Sohn aus dem Besitz des Stalles Glanzgefühl, gemeinsam mit seinem Juniorbesitzer Tom Karten. Trainer ist Wolfgang Nimczyk. Nach einer Reihe von guten und sehr guten Platzierungen hat es dann wirklich geklappt mit dem ersten Sieg in der laufenden Saison für Perfect Dream und Tom Karten. Wir gratulieren recht herzlich. Ja, da kriegen wir ein bisschen spazieren. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Dankeschön. Der lange ersehnte Erfolg mit Perfect Dream, weil gewartet hast du lange genug drauf jetzt. So sieht's aus. Er ist ein sehr gutes Pferd, hat aber Probleme nicht, aber ein bisschen fertig. Da haben wir die Starts davor etwas ruhiger gemacht, um ihn ein bisschen zu beruhigen, dass noch nichts passiert auf der Hinfahrt. Und jetzt hat er sich angeruht. War sehr, sehr stark. Das ist mein Freund Versace. Ja, der genießt, da kommt er hier jetzt die nächsten 2-3 Tage. Starten wir uns mal nach.
überragend. Hat sich im Urlaub wirklich verdient. Der ist ja wirklich, der wächst ja mit seinen Gegnern. Das stimmt, im Alter darf man ja, toi toi toi, wird er immer besser. Und ja, hoffen wir, dass noch lange so weitergeht. Aber ganz, ganz tolles Pferd. Once in a Lifetime. Once in a Lifetime, das stimmt, hatte ich auch mal. Dann haben wir den herzlichen Applaus bitte für Tom Kaden, Perfect Dream Trainer Wolfgang Nimczyk aus dem Besitz des Stalles Glanzkopf. Für Stall Nummer 2 für Stanley, für die Stall Nummer 8 Madeleine Flebo und für Stall Nummer 9 San Fernando H. Ja, dann war die Überlegung, nehmen wir Stellpferde, nehmen wir keinen Stellpferde, aber ich glaube, Jason Dragon zusammen mit ihrem Mann, die Nummer 5 und die Nummer 7, das sollten die beiden gegebenen Pferde sein. Hier ist, glaube ich, auch der Rennverlauf entscheidend. Genau, und dann kommen wir zum 11. Rennen. Das ist dann das 5. Rennen der V6. Hier haben wir 3 Pferde entschieden. Parade in 2 Minuten. Für Stall Nummer 1, für Shanti, für die 4, Karin Hasler und für Stall Nummer 8, Kimberly Fortuna. Genau. Und in der abschließenden Prüfung im 12. Rennen haben wir uns nochmal für 2 Pferde entschieden, nämlich für die Startnummer 5, Super Trooper, und für die Startnummer 7, Landau Attack. Wir können uns aktuell nicht vorstellen, dass es ein anderer gewinnt, aber wir liegen da nicht sehr oft richtig. Da haben wir letztes Mal eine Wette vorher gesagt.